Es geht so los, dass es so irgendwie so in der Nase kitzelt und dann wird es mit dem Atmen irgendwie so ein bisschen komisch, weil die Luft so zittert und dann geht es langsam in Richtung nicht mehr scharf sehen. Wo ich auch immer merke, dass so jetzt ist es richtig schön, wenn sich zum Beispiel deine Nackenhaare, wenn du quasi jedes Haar spürst, wie es einzeln wackelt oder sonst Haare an deinem Körper. Die meisten Leute, denke ich, werden dann auch einfach irgendwie magisch mit reingezogen, weil es eben so viel überzeugender und schöner ist, die Musik so wahrzunehmen. Es geht um die Musik. Es geht darum, wie die Musik dich halt einfach erwischt. Deswegen gibt es auch keine Bühne. Wir stehen mitten in den ganzen Leuten. Und dann gibt es die Anlage. Hat man mal die Idee im Kopf, die eigentlich, wo man sich denkt, ja, das ist ja totaler Wahnsinn, das wird nicht klappen. Und dann bleibt man aber einfach aus Sturheit dabei und dann merkt man, dass man es halt wirklich in schön und gut wirklich realisieren kann. Und dann ist das halt auch für uns, oder ja, also im Endeffekt ein Traum. Überall auf der Welt halt einfach so, sag ich jetzt mal, so eine Straßenparty-Kultur oder in vielen Orten irgendwie von Jamaika über England, Mexiko, Brasilien, wo sowas halt tatsächlich an der Tagesordnung ist, dass Partys halt genauso ausschauen. Du hast halt irgendwo so eine Boxenwand, es gibt was zu trinken und dann alle yeah. Ja, parallel in vielen Soundsystemkulturen, dass diese Exklusivität eben auch das ausmacht, das Soundsystem und das, was du drauf spielst, gleichberechtigt ist. Und das ist auch bei uns immer ein großer Faktor gewesen, dass wir in normalen Sets ja auch ganz viel Musik spielen, die nur wir spielen können, weil wir sie gemacht haben. Das muss man den Leuten auf einmal zeigen und dann müssen sie es, man kann das denen so oft, wie man will, erzählen. Man muss halt einmal wirklich fühlen und man muss es erlebt haben.